Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower mit FIFA 13. Das ist bereits mein zweiter, naja, sagen wir mal zweieinhalbter Anlauf für eine Aufnahme, denn vorher musste ich feststellen, dass wenn man direkt auf eine externe Festplatte mit USB 2.0 aufnimmt, dass das leckt. Und zwar derbst. Und das hat mir den Entschluss gegeben, das nicht nur bei FIFA jetzt zu machen, auf mein C-Laufwerk, sondern auch alle anderen Gameplays, LOL und Co. und alle möglichen. Vielleicht ist es dann ja noch flüssiger. Aber besonders bei LOL habe ich das Vergnügen, dass ich noch 36 Gameplays auf meiner Platte habe. Potenzielle. Manches sind Schrott und können gleich wieder weg. Aber nun gut, das steht hier jetzt nicht zur Debatte. Jetzt wird FIFA 13 gezockt. Ich habe ja gesagt, ich mache Spieltagprognosen. Aber da ich jetzt erstens mal so weit hinten dran bin und zweitens, naja, ist okay, ich kann es machen. Ich spiele gerade momentan ultra gern, aber ich hätte gerade noch eine andere Idee. Und zwar entweder ich hole es jetzt nach und nach, oder ich erstelle mir einfach eine eigene Mannschaft und dann spielen wir mit der. Können wir durchaus so machen. Ihr könnt mir auch ein paar Vorschläge, sollte es zu dieser Mannschaft kommen, könnt ihr mir ruhig ein paar Vorschläge für Namen oder so geben. Ich werde dann schauen, wie gut der dann jeweils dann ist oder auch nicht. Ah, ja, da. Ja, genau. Gut, ich wollte nur die Kommentatoren werden ein bisschen leise stellen. Ja, also wäre ganz nett. Ich starte jetzt mal noch keine Kampagne, deswegen Kampagne sage ich immer Karriere. Deswegen wird auch diese Folge nicht wirklich unter Nummerierung passen, deswegen 00. Und ich werde, während ich Karriere fortsetzen, ja, ich habe sie vorhin schon einmal kurz erstellt und dann kam mir so eine kleine Idee. Ach ja, übrigens, Ultimate Team werde ich mit euch nicht spielen. Ich glaube, das Karriere ein bisschen aufregender. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, spielen wir drauf los. Und die Skill... Also, und ich parallel will ich so ein bisschen über die paar Neuerungen, die mir aufgefallen sind, reden. Und das ist mal eins sehr, sehr großes. Am Anfang hat man ja immer in FIFA 11 und 12 seinen Arena Cup, wo man sich hat ein bisschen einspielen können. Jetzt hat man die Skill und die mit den Skill finde ich eigentlich viel, viel besser. So. Ui, ja, leck mir Marsch. Also irgendwie habe ich das noch nicht ganz drauf. Weil, ich weiß nicht. Da, jetzt habe ich Flanke gedrückt. Jetzt geht's eigentlich okay, aber... komm, spring in die Tonne. Hoch! Nein! Roll doch nicht über Kante. Mann. Die Skill-Übung werde ich trotzdem jedes Mal mit euch machen. Nein! Leck mich doch am Arsch. Unglaublich. Ich habe mal wieder ein unglaublich großes Glück. Das war Skill. Und das gleiche nochmal. Und weil es so schön war, noch ein drittes Mal. Bloß in die andere Tonne. Ui, ui, der fliegt. Falsch. Stehen bleiben. Ich will Punkte. Scheiße. Ein Versuch haben wir noch. So. Nein! Ich spring doch nicht zwischen die Tonnen! Ja, meine Bestleistung war mal 9750. Ich würde sagen, davon bin ich ein bisschen entfernt. Aber jetzt machen wir trotzdem erstmal hier. Das ist übrigens auch eine Neuerung. FIFA 12 habe ich ausgesetzt, wie ihr schon alle wisst. Deswegen sind für mich ein paar mehr Neuerungen dabei als vielleicht für euch. Dann die Kommentatoren
sind die gleichen, wie seit FIFA 11, vielleicht auch schon seit FIFA 10, das kann durchaus sein. Was ich bloß etwas schade finde, ist, dass, okay, es sind viele neue Kommentare dabei, aber auch sehr viele alte dabei. Das finde ich etwas schade. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich es bei FIFA dann machen werde. Entweder... Oh, jetzt geht die FPS-Zahl gleich wieder runter. Jetzt geht's wieder hoch. Keine Ahnung. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir erstmal durch. Was definitiv auch sehr neu ist, ist, dass alle Spieler nicht alle Bälle perfekt annehmen können. Das heißt, ein Alaba kann die Bälle schlechter annehmen. Jetzt lauf doch. Ja, oder so. Das heißt, ein Alaba kann die Bälle nicht so gut aufnehmen wie zum Beispiel ein Ribéry. Nur mal als Beispiel. Weg da bleiben. Dann die Zweikämpfe sind für mich ein bisschen besser geworden. Also wenn man dann auch wirklich X, also eigentlich kann man auch Viereck oder sowas drücken. Ah, schade. Ich habe das halt mir auf X gelegt, also Zweikampf. Dann... ja, dann gehen die auch wirklich da rein. Dann machen die das auch wirklich energisch. Und dann kann auch durchaus mal ein Foul passieren. Das finde ich viel realistischer gemacht. Dann mit... Ja, man kann sie halt weiterhin auch zum Laufen bringen, dass sie loslaufen sollen! Mann, bin ich scheiße, Mann! Das ist mit dem anschneidenden Schuss, habe ich noch nicht so ganz drauf. Was wollte ich jetzt sagen? Mit dem angeschnittenen Schuss habe ich das nicht drauf und so. Dann, die Zuschauer wurden viel emotionaler, sagen wir mal, eingestellt. Das heißt, bei der Möglichkeit deiner Mannschaft, dann werden die auch lauter, wenn es zum Toren geht. Aufpassen. Jetzt werden es bereits lauter. Und! Gleich sehr viel lauter. Oh, nein, 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 den Ball rette ich. Haha. Das, also die Spieler haben ein bisschen mehr drauf. Man kann ein bisschen mehr mit denen tricksen, weil die sich irgendwie leichter lenken lassen. Und ich würde sagen, Bastian Schweinsteiger hat das 1:0 gemacht. Ich habe das Ganze jetzt mal auf Halbprofi eingestellt, weil ich muss mich erstmal ganz klein in diesem Spiel mindestens 10 Spieler einspielen. Ich habe bei... Da, jetzt könnt ihr auch nochmal die Zuschauer hören. Weil ich habe, als ich Profi gespielt habe, ich habe es erstmal voll verkackt. Und zwar gegen alle Mannschaften. Egal was. Dann, das finde ich auch noch sehr schön gemacht. Viele Nebenanimationen, wie zum Beispiel aufwärmende Spieler. Oder, boah, was gibt's noch? Dann zum Beispiel die Anzeigetafel, glaube ich, wurde neu hinzugefügt. Und das finde ich eigentlich alles recht nett gemacht. Das sind so viele kleine Dinge, die einen wirklich Bock auf dieses Spiel machen. Oh mein Gott! Nein! Nein! Jetzt, oh, komm schon! Ich glaube, jetzt sind mir die Kommentatoren ein bisschen zu... Naja, gut, ich bin hier der Kommentator. Die sind nur Nebendarsteller. Lahm. Oh, nice. Nicer Pass. Robben. Ah, schade. Also, mit den Spielern nochmal, mit den mehr Tricks und so. Jeder Spieler kann halt jetzt das, was er auch wirklich kann. Das finde ich, halt in dem Sinn ganz gut gemacht. Ich habe zum Beispiel mit meinem Ultimate Team, da kann ich halt gerade mal so gute Steilpässe machen und hohe Steilpässe vielleicht noch. Und das war Applaus für mich selber. Also, mit dem Ultimate Team, die haben vielleicht Stärke... Ja, 50 oder mit was startet man da? Moment. Dann halt nicht. Mit denen kann ich halt gerade so noch die Pässe machen, aber wirklich Tricks und die Gegner tanzen und dumm aussehen lassen, geht nicht. Das wird problematisch mit denen. Und was ich nur erfahren habe... Alter, jetzt, du bist ja vielleicht so ein Gangster hier. Was ich auch nur erfahren habe, ist, dass die Spieler auch manchmal eigenständig loslaufen. Angeblich. Das habe ich noch nicht so richtig gemerkt. Sie laufen schon durchaus ab und zu... Jawohl! Sie laufen durchaus manchmal.
hin und wieder von alleine los, aber das ist echt nicht häufig. Oh mein Gott, was war das für mir? Das finde ich auch super gemacht. Die Torhüter wurden besser. Die greifen auch hin und wieder mal nach oder machen auch ihre kleinen Patzerchen. Das finde ich auch geil. Zum Beispiel Manuel Neuer. Ich kann jetzt leider die Szene nicht einschneiden, weil ich die nicht aufgenommen habe. Aber... mein Gott, die schnellen Freistöße habe ich einfach nicht drauf, weil ich immer zu ungeduldig bin und dann irgendwo hinpasse. Mit Manuel Neuer nochmal von vorhin. Er ist wirklich einer der besten Torhüter, deswegen kann er es auch, womit wir wieder bei der Stärke wären. Die Spieler können das auch, was sie auch wirklich können. Wie das klingt. Erstmal den Spieler anpassen. Ganz wichtig. So wird das gemacht. Leute, hab keinen Bock auf Flanke. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh Mann. Ich patze mit der Abwehr unglaublich, dann tut er einmal halten. Und dann, wenn er schon am Boden liegt, dann kommt er ganz schnell wieder auf alle Viere, also wirklich auf eigentlich in dem Fall drei, und schmeißt sich ganz schnell den Ball nochmal hinter, dass er nochmal fängt. Jawohl, bin durch. Er wollte jetzt zu schön machen. Schade. Schade. Ja. Also die Lupfer wurden schwieriger gemacht. Dann mit der Controller-Einstellung mache ich es mir selber zunichte. Manche Aktionen. Zum Beispiel habe ich L1-Spieler losschicken. Und dann ist gleichzeitig bei mir L1 angeschnittener Schuss, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Und gleichzeitig auch noch, wenn ich drauf bleibe, ohne dass ich den Ball habe, dann macht der Spieler, wenn er den Ball bekommt, gar nichts. Dann lässt dann einfach so durchlaufen oder sowas. Ja, sorry Robben, du warst von drei Spielern umgeben. Müller. Ja, da kommt der Schweinji. Ding dong dong. Ja, was... Ansonsten fallen mir jetzt vorerst keine großen Neuerungen auf. Neue Musik, aber das ist bei jedem FIFA so. Dann gibt's halt noch allgemein so halt dieses Skill-Prinzip und so. Neues Feature beim Karrieremodus. Das heißt, du kannst jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, wenn du gut bist, kannst du auch die Nationalmannschaft kurzzeitig spielen. Habe ich so jetzt mal kurz vorhin mitbekommen, wusste ich selber vorher noch gar nicht. Und boah, also es sind schon einige große Neuerungen. Am Anfang habe ich mir so gedacht, oh mein Gott. Jawohl! Nicht abseits! Und nein! Wieso stehst du, Sack, da? Oh Mann! Womit wir wieder bei den Zuschauern wären. Wo war ich jetzt schon wieder stehen geblieben? Ja, ich glaube Ja, das habe ich vorhin halt so mitbekommen mit dieser ganzen Nationalmannschaftsgeschichte und so. Ich habe selber noch keine Karriere gespielt. Ich habe jetzt eigentlich nur zwei Tage. Einen Tag habe ich es gar nicht gespielt, als ich bekommen habe, wegen Test. Dann einen Tag habe ich eigentlich das nicht rausbekommen, wie was wo. Musste ich erstmal mich 2,5 Stunden... damit es überhaupt mal läuft. Oh Mann. Leck mir doch am Arsch. Muss ich mir erstmal 2,5 Stunden damit beschäftigen, damit es überhaupt läuft. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon letzte Folge erwähnt. Empire-Folge. Oh ja! Oh, Helfer! Vielleicht mal! Mann! Mann! Ja, so schlecht war er jetzt nicht, der Schuss. Finde ich aber gut, dass der Martinez bereits bei den Bayern dabei ist. Sonst hätte ich ihn adden müssen und da hätte ich... Na, obwohl, dann hätte ich einfach hier die Aktualisierung aus dem Internet runtergeladen. Falls Fragen aufkommen sollten, wie zum Beispiel, wieso hast du es dir nicht für PlayStation oder Xbox gekauft? Die Antwort ist super leicht zu beantworten. Und zwar, ich habe einfach nicht das Geld, um mir mal so nebenbei für mein Hobby... Es bleibt ein Hobby, ich verdiene damit kein Geld. Finde ich übrigens super, dass ich 10 Abonnenten habe. Stand Sonntag.
Finde ich klasse. Ich habe sie wieder alle gewonnen. Ich danke euch, aber Special kommt diesmal keins. Das hatte ich schon mal. Danach ging es bergab. Aber, ja gut. Vielleicht mal, ich hätte ganz gern ein bisschen... Weg mit dir. Jawohl, danke, Abseits. Oh ja, war aber sehr, sehr eng. Also, Abseits kommt viel, viel seltener vor. Das ist noch eine Neuerung. Die Spieler sind dermaßen intelligent geworden, dass sie nicht andauernd ins Abseits laufen. Vielleicht höchstens bei Beer Pro, oder wie das heißt. Ja, okay, Müller. Mein Ball. Oh Mann. Ich hab gesagt, mein Ball. Hallo. Danke. Jawohl. Oder jetzt laggt's kurzzeitig mal. Besten Dank. Das war wahrscheinlich gerade Videowechsel. Ja. Oi, der Robben fliegt erstmal vorbei, weil dann kommt man Zukic hier noch. Oh Mann, wieso habe ich das jetzt übersprungen? Mann, Gott. Ich hätte es ganz gerne mal gesehen. Und wieso gibt ihr mir jetzt einfach so den Ball? Und wieso kommt Müller da einfach so durch? Okay, weil er nicht schießen darf. Das ist der Grund. Wie soll ich kommentieren? Gleich wieder eine Frage für das Kästchen. Einfach so ein bisschen live, so Sportkommentatormäßig. Und jetzt kommt Lewandowski. Er versucht zu schießen, aber wird von Javi Martinez abgehalten. Dieser passt dann weiter auf Boateng und die Situation ist geklärt. Gleich mal zum Konter über Robben. Robben vollkommen frei. Er steht alleine vor dem Tor. Er schneidet den Schuss an, aber trifft nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, natürlich mit etwas... Ja, keine Ahnung. Also ich würde das Scheiße wahrscheinlich unterlassen. Oder halt ganz normal so... Ja, keine Ahnung, dass ich mir halt irgend so ein Off-Topic-Thema raussuche und halt so gut wie möglich zu drüber zu reden. Ja, danke, dass es endlich mal auch mal ein Foul für mich gibt. Ja, irgend so, ja, halt ein Thema raussuchen und darüber ein bisschen labern. Wobei ich Off-Topic ein bisschen schwieriger finde. Na ja, gut, ich werde ja wohl in einer Woche das finden. Jeweils immer ein Thema. Ja, durchaus. Jawohl. Ribéry. Nice Gelegenheit. Oh mein Gott. Ja, damit war's das jetzt erstmal vom Thema her. Ich hab nichts mehr. Keine Neuerungen, keine blip. Boah, was weiß ich, was? Ja, keine Ankündigungen oder Fragen mehr oder sonstiges. Ja, schönen Dank, du Arsch. Grätschen! Will grätschen! Oh Mann, mein Gott! Das haben sie auch noch ganz gut gemacht, dass der Keeper jetzt nicht mehr passt. Also nur noch, wenn es wirklich ganz, 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 ganz sicher ist, dann passt er. Sobald ich irgendwo in der Nähe bin... sobald er irgendwie... Ich in der Nähe bin, dann passt der nicht mehr. Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott, das war eng. Der Kapitän geht von denen. Ich könnte durchaus auch mal wechseln. Wie sieht's denn aus? Mandzukic geht. Gomez kommt. Und ja, sonst ist keiner angeschlagen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann. Ja. Wieso vergesse ich immer das, was ich gerade. Hallo. Ach ja, genau. Eine Sache war's noch. Nee, hör mir auf. Was bist denn du für einer? Und gelbe Karte, natürlich. Ja, leck mir am Arsch, ey. Ja, war schon ein bisschen überhartes Einsteigen. Muss ich schon zugeben, aber... Also ich meine, gelb wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. So, Leute, jetzt heißt es erstmal, wie hechtet man?
Controller Hilfe. Spezialbewegungen. Nee. Grundeinstellungen. BioPro Torwart. Geht doch. Hechten. Rechts. Der da? Okay. Moment, muss mal kurz gucken, ob das hier nämlich auch angezeigt ist. Nee, muss ich in die Richtung. Okay. Okay. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich habe eigentlich auch nicht vor, dass ich so häufig einen Elfmeter bekommen werde. Aber es könnte ja zum Elfern kommen. Und dann hätte ich ein Problem. Oh ja, schöner Konter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leg mich am Arsch. Mann! Muss da dieser Abwehrspieler sein? Arschloch. Immer schön auf den Mann gucken, der mit dem Pfeil. Ach ja, das war's noch. Das mit dem Zustellen. Zustellen finde ich ja wohl mal den größten Schwachsinn, dass die das jetzt auf eine separate Taste legen. Ich finde, das ist einfach so einfach. Einfach geworden. Ich finde das einfach Schwachsinn. Wenn man zustellen will, dann sollte man das lernen. Ich meine, bei FIFA 11 gab es das noch nicht. Und da habe ich es mir über Jahre hin mühsam versucht anzutrainieren. Ich kann es immer noch nicht perfekt, aber ich kann es inzwischen ganz gut. Und jetzt drückt man einfach mal hier schnell Viereck. Und dann macht man das einfach. Ich finde das einfach beschissen. Viel zu oft einfach gesagt. Oh Mann. Ich finde das etwas schade. Also, naja, für die, die es noch nicht so gut können. Ja, ist okay. Aber ich finde es halt schade. Das ist erstmal Javi Martinez. Ach ja, die Passstärke. Wenn der Pass scheiße kommt, kann denn der Spieler auch nur scheiße aufnehmen. Und ja. Das ist auch noch. Also die fallen mir jetzt alle so nach und nach ein. Oh! What the hell? Jetzt nicht dieses die Videodatei wechseln. Also jetzt spackt's gerade ein bisschen rum. Aber ich kann es nicht ändern. Und ciao. So, das war's, Leute. Ausschluss vorbei. 2-0 gewinnt Bayern und setzt den Rausch fort. Gut, Leute. Ich weiß nicht, wann ich das... Ja, gut. Was heißt, ich weiß nicht, wann ich das bringen werde. Ich hätte es vielleicht noch irgendwie so am Special Samstag irgendwie so bringen können. So, aber jetzt bringe ich es halt einfach am FIFA-Freitag. Das passt schon durchaus. Ich werde nochmal schauen, ob das mit der Lautstärke her passt, wenn ich das so okay finde. Und ihr, nicht, dann in die Kommentare schreiben. Also, was war das jetzt alles? Lautstärke? Und welches Team? Also, ob ich jetzt mit Bayern eine Karriere starten soll? Oder mit einer mit einer eigens erstellten und dann halt noch auf die diese Frage bezogen, gib mir irgendwelche lustigen Namen, sagen wir mal lustig, nicht einfach nur beschissen, also Penis von Scheißstein oder sowas. Das ist einfach unnötig, das muss nicht sein. Also irgendwelche lustigen Namen durchaus. Gut, dann war's das von mir erstmal. Ich verabschiede mich. Und ich hab mal wieder genug geschwafelt. Und mit Bastian Schweinsteiger als Spieler des Tages sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao.